Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Nachdem wir nun wissen, worauf bei der Optimierung unseres Online-Shops zu achten ist, wenn wir unseren Shop in den Google-Ergebnissen nach ganz oben bringen wollen, geht es in dieser Folge konkret um die Keyword-Recherche. Ihr lernt also in diesem Video, was Keywords sind, wofür ihr sie braucht und wie ihr eine effiziente Keyword-Recherche mit dem Google Keyword Planer betreibt. Solltet ihr unsere Videos zur Google Search Console, den Core Web Vitals, Google AMP sowie Google Analytics verpasst haben, ist oben rechts der Link zur Playlist. Wofür benötigst du nun Keywords und wie findest du heraus, welche du verwenden solltest? Frage 1 lässt sich ganz schnell beantworten. Keywords sind nichts anderes als Suchbegriffe. Das heißt, deine potenziellen Kunden benutzen Suchmaschinen wie Google, um die Produkte zu finden, die sie erwerben wollen. Google präsentiert diesen Nutzern dann die sogenannten SERPs, also die Search Engine Results Page oder auf Deutsch Suchergebnisseite. Auf welcher Position deine Produkt- und Kategorieseiten sich in den SERPs befinden, entscheidet der Google-Algorithmus. Diese Entscheidung basiert auf sehr vielen Faktoren, wozu unter anderem die User Experience zählt, die wiederum durch die Core Web Vitals beeinflusst wird, die wir ja bereits im Video zuvor behandelt haben. Andererseits aber natürlich auch die Keywords. Als Beispiel nehmen wir mal das Keyword Sportschuhe Herren. Dabei fällt uns schon auf, dass in den Metadaten genau dieses Keyword natürlich enthalten ist. Doch nicht nur im Meta-Title oder der Meta-Description sollte euer Fokus-Keyword enthalten sein, sondern auch in der Produktbeschreibung, den Überschriften und so weiter. Nun bedarf es aber sehr viel Aufwand, Zeit und Mühe, um auf die erste Google-Seite für so ein generisches Keyword wie Sportschuhe Herren zu gelangen. Was ist denn dann nun die Alternative? Ist der Markt gesättigt und ihr wollt als Einsteiger Sichtbarkeit erlangen auf Google, empfiehlt es sich stattdessen, Longtail-Keywords zu verwenden. Das heißt, statt Sportschuhe Herren spezifiziert man das Ganze und wählt beispielsweise wasserdichte Sportschuhe Herren mit Klettverschluss. Diese müsst ihr dann natürlich auch im Sortiment haben. Das heißt, ihr müsst euch Gedanken darüber machen, ob ihr eine Chance habt, für das Keyword zu ranken. Das ist dann immer eine Waage zwischen Suchvolumen und Wettbewerb. Bei geringem Suchvolumen heißt das weniger potenzielle Kunden. Bei zu hohem Wettbewerb allerdings kann das dann heißen, ihr landet auf Seite 10. Doch woher wisst ihr, welches Keyword geeignet ist und welches nicht? Dafür gibt es den Google Keyword Planer, den wir uns nun einmal genauer anschauen werden. Zu finden ist dieser in eurem Google Ads Konto. Das heißt, dieses wird benötigt, um den Keyword Planer zu nutzen. Wir gehen dazu auf Tools und Einstellungen und ganz links auf Keyword Planer. Ihr habt hier die Auswahl zwischen zwei Kategorien. Einmal neue Keywords zu entdecken und eure Prognosen abzurufen. Auf das zweite werden wir in einem anderen Video eingehen, wenn es dann um Google Ads gehen wird. In diesem Video wollen wir auf die organische Suchmaschinenoptimierung durch die Verwendung richtiger Keywords eingehen. Wenn ihr nun auf die linke Kategorie geklickt habt, besteht die Möglichkeit zu wählen, ob ihr mit dem Keyword oder der Webseite beginnen wollt. Das heißt, ihr könnt eure Domain eintragen und auf Grundlage dessen werden euch passende Keywords dazu angezeigt. Das kann zum einen eine Produktseite oder aber auch eine Kategorieseite eures Shops sein. Wir beschäftigen uns nun aber mit der anderen Methode. Zuerst solltet ihr auswählen, für welches Land und in welcher Sprache diese Analyse angewandt werden soll. Bei uns sowohl Deutsch als auch Deutschland. Wir geben jetzt mal Keywords ein, die zu unserem Thema passen. Wenn ihr diese nun für euch eingegeben habt, klickt auf Ergebnis anzeigen. Damit werden euch die Daten für eure eben eingegebenen Keywords dargestellt, aber darüber hinaus auch noch Keyword-Ideen demonstriert. Was sagen diese Werte denn nun aus? Der erste Wert bestimmt die durchschnittlichen monatlichen Suchanfragen. Dabei wird immer der angegebene Standort mit berücksichtigt. Demgegenübergestellt ist dann der Wettbewerb. Dieser wird in diesem Fall nur mit drei Werten, also hoch, mittel und gering, angegeben. Ein Bindestrich heißt hier, es liegen nicht genügend Daten vor. Bei euch sollte, wie bereits erwähnt, immer die Waage zwischen hoher Suchanfrage, aber geringem Wettbewerb liegen. Da uns diese drei Werte aber noch nicht aussagekräftig genug waren, haben wir zusätzlich dazu den Parameter Wettbewerbsfähigkeit anzeigen lassen. Das könnt ihr, indem ihr auf Spalten und anschließend auf Spalten anpassen klickt.
Hier könnt ihr euch zum einen die einzelnen Spalten anzeigen lassen oder ausblenden, aber auch die Reihenfolge bestimmen. Die anderen Werte sind eher dann für euch relevant, wenn ihr Google Ads schalten wollt. Dazu wird es aber ein eigenes Video geben. Neben der Sprache und dem Standort kann dann auch noch der Zeitraum angegeben werden, für den euch die Daten visualisiert werden sollen. Das ist schon mal schön und gut, aber möglicherweise werden euch nur Keyword-Ideen mit sehr hohem Wettbewerbsanteil auf dem ersten Blick angezeigt. Da ihr als Einsteiger aber eher die Keywords mit weniger Wettbewerb targetieren wollt, die somit auch einen geringen Wettbewerbsindex aufweisen, verwenden wir dafür die Filteroption. Wählt ihr die Wettbewerbsfähigkeit aus und gebt an, euch sollen nur die Ergebnisse mit einem Score kleiner gleich 50 angezeigt werden, seht ihr, dass lediglich diese ausgespielt werden. Euer Ziel sollte es nun also sein, die Keywords mit einem hohen durchschnittlichen Suchvolumen, aber einem geringen Wettbewerbsindex herauszusuchen. Diese können dann markiert werden und für euch gespeichert werden. Zu finden sind diese dann unter den gespeicherten Keywords. Damit besteht dann die Möglichkeit, diese beispielsweise als CSV-Datei zu exportieren und als Excel-Tabelle zu archivieren oder aber mit deinem Team zu teilen, indem diese Ansicht für Partner oder Mitarbeiter freigegeben wird. Somit kannst du dir deinen eigenen Fundus an relevanten und wettbewerbsfähigen Keywords zusammenstellen, um diese zu targetieren, indem du sie in deinen Metadaten, Produktbeschreibungen und Artikelbezeichnungen verwendest. Falls es dazu noch Fragen geben sollte, wendet euch an uns in den Kommentaren. Solltet ihr eure On-Page-SEO-Verbesserung nur noch durch Google Ads oder andere Off-Page-SEO-Maßnahmen erweitern wollen, dann ist für euch oben rechts der Link zu unserer Seite. Vereinbart dort sehr gerne einen Termin mit unseren Spezialisten. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video wieder, wenn ihr dann auch die Glocke aktiviert habt und das nicht verpasst. Bis dahin alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.